B1.4. Überprüfen Sie rechnerisch, ob es nun die Parallelogrammen ANBNCNDN, ein Parallelogramm mit dem Flächeninhalt von 13 FE gibt. So, wir brauchen den Flächeninhalt der Parallelogramme. Schauen wir in der Formelsammlung nach. Da finden wir die Formel, der Flächeninhalt ist gleich Grundseite mal die Höhe. Dann gehen wir hoch nochmal in unsere Zeichnung. Als Grundseite wählen wir jetzt am besten die Seite ANBN, weil die liegt schön parallel zur Y-Achse. Und dann liegt die Höhe nämlich hier senkrecht drin. Die Länge dieser Höhe kennen wir auch schon, ist nämlich 2, weil wir wissen, die Abszisse X, also die Abszisse der Punkte CN ist immer um 2 größer als die der BN, also entspricht dieser Abstand hier immer 2. Die Länge von ANBN haben wir dagegen hier gerade ausgerechnet in der Aufgabe drüber, beziehungsweise steht hier als Ergebnis mit dabei. Also können wir das ganz einfach einsetzen. Also nochmal, die Grundseite nehmen wir die ANBN und als Höhe, wie gesagt, ist im Prinzip 2, weil die Abszisse der Punkte CN um 2 größer ist. So, setzen wir ein. Für ANBN haben wir 0,5x², minus 0,5x² plus 0,6x und jetzt waren es plus oder minus plus 5,75. Eine große Klammer drumherum und das mal 2. Das ergibt dann also, habe ich einen Zweierle vergessen, das ist minus 0,25x². Das ergibt dann jetzt minus 0,5x² plus 1,2x plus 11,5. So, jetzt heißt es hier, überprüfen Sie, ob es einen Flächeninhalt mit 13 FE gibt. Also, wenn das meine Flächeninhaltsformel ist, dann muss das hier im Prinzip, also das AP hier vorne, 13 FE groß sein. Also setzen wir einfach ein. 13 ist gleich minus 0,5x² plus 1,2x plus 11,5. Und jetzt haben wir eine quadratische Gleichung, die wir ganz normal auflösen können, mit Hilfe der Mitternachtsformel zum Beispiel. Im Prinzip reicht es laut Aufgabenstellung auch schon zu zeigen, ob es überhaupt Lösungen gibt. Das macht man am einfachsten mit der Diskriminante. Man kann zwar auch den Taschenrechner einsetzen, aber dafür muss man dann die Werte richtig interpretieren. Wie gesagt, die Diskriminante sieht man sehr am einfachsten und eigentlich fast auch am schnellsten. Dafür müssen wir also aber die Gleichung so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. Also ich nehme die 13 und packe sie hier auf die andere Seite. Dann steht hier 0 ist gleich minus 0,5x² plus 1,2x minus 1,5. Ja? 11,5 minus 13 sind minus 1,5. Es ist übrigens egal, ob das ist gleich 0 links steht oder üblicherweise hier rechts davon, hat keinen Einfluss. Ja, ich kann die zwei Seiten einfach vertauschen. Jetzt kommt die Diskriminante ins Spiel. Groß D ist gleich, ich schreibe die Formel nochmal auf, B² minus 4 mal A mal C. So, und jetzt muss ich nur noch dieses B, A und C richtig zuordnen. Da habe ich hier ja meine quadratische Gleichung dazu. Und im Prinzip gilt, das, was vorm X² steht, ist mein A. Das, was vor dem x steht, ist mein b und das ohne Variable steht, das ist mein c. Und jetzt setze ich im Prinzip nur noch die Zahlen ein. Also ist gleich b², also 1,2 zum Quadrat, minus 4 mal a, a ist hier minus 0,5, mal c und c ist minus 1,5. Das tippe ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner ein und dann erhalte ich einen Wert von minus 1,56. So, und jetzt sehen wir schon, es steht ja auch eine Formelsammlung drin. Wenn die Diskriminante negativ wird, dann gibt es keine Lösung. Das heißt, an der Stelle sind wir eigentlich schon fertig. Keine Lösung. Und was folgt daraus? Es gibt kein Parallelogramm mit diesem Flächeninhalt.